Das hat es noch nicht gegeben. Die gesamte Nordhalbkugel der Erde ist überhitzt. Und jetzt bestätigt Deutschlands bekanntester Klimaforscher, ja, das sind die Folgen des Klimawandels. Und das ist wirklich eine Wende, denn damit waren Klimaexperten bisher sehr, sehr vorsichtig. Und es wird immer schlimmer. Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, es wird immer schlimmer. Eigentlich so ein Satz, den man als Journalist nicht verwendet, aber hier trifft er zu 100% zu. In Deutschland ist im Moment eine wahre Dürrekatastrophe im Gange. Die Ernte ging stark zurück und in den nächsten Wochen ist nicht mit einer Abkühlung zu rechnen. Und hier in Deutschland, das ist keine Ausnahme. Die gesamte Nordhalbkugel ist überhitzt. Wir haben ja darüber berichtet. Zu den Waldbränden in Schweden kamen jetzt weitere verheerende Feuersbrünste in Griechenland dazu. Mindestens 80 Menschen starben dort in den Flammen und auch hier in Deutschland brennt es inzwischen. Und das sind aus der Perspektive der Natur eigentlich keine außergewöhnlichen Katastrophen. Es brennt einfach, wenn es heiß wird. Das ist schlicht und einfach unvermeidlich. Und wir sind schlecht vorbereitet. Hier in Westeuropa gibt es einfach zu wenig oder keine Löschflugzeuge. Und jetzt schlagen auch, man muss sagen, endlich die Klimaforscher-Alarm. Aus der abstrakten Gefahr wurde dieses Jahr eine reale. Die aktuelle Hitzewelle ist laut Mojib Latif außergewöhnlich, weil sie schon so lange anhält. Es bestätige sich mehr und mehr, was wir Klimaforscher lange vorausgesagt haben. Und zwar mit Blick auf den Klimawandel in Deutschland, sagte der Meteorologe und Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der Passauer Neuen Presse. Damit hängt er sich erstmals sehr konkret aus dem Fenster, was er bisher bei konkreten Wetterereignissen immer vermieden hat. Jetzt ist der Klimawandel aber wirklich nicht mehr bei diesem Ausmaß der Veränderung zu verleugnen. Zitat: Seit Beginn der Messungen hat sich die durchschnittliche Temperatur um 1,4 Grad erhöht. Das ist mehr als im globalen Durchschnitt, so Latif. Die Sommerhitze nimmt zu. Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr. Zugleich nimmt die Zahl der Tropennächte zu, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt. Und jetzt wird es noch wärmer. Hier für Berlin werden 36 Grad und mehr erwartet. Es wird einfach sehr, sehr heiß. Das hatten wir schon in der Vergangenheit. Ich erinnere nur an den Sommer 2003, aber noch nie so lange und noch nie so flächendeckend. Kurzfristig lasse sich diese Entwicklung nicht aufhalten, meint der Kieler Klimaforscher und kritisiert: Die internationale Politik tut zu wenig, steuert nicht konsequent um. Der weltweite CO2-Ausstoß steigt immer weiter an, die Erderwärmung nimmt immer weiter zu. Auch die Bundesregierung tue zu wenig und wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. So habe beispielsweise die Automobilindustrie die Selbstverpflichtung zum Klimaschutz und zum Schadstoffausstoß nie eingehalten. Latif weiter: Diese kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen dominieren die langfristigen Interessen der Umwelt und des Landes. Je länger wir zögern und nichts tun, desto gefährlicher wird es. Und dass es jetzt schon gefährlich wird, das ist jetzt auch schon klar. 2003 dauerte die Hitzewelle 14 Tage. Sie kostete geschätzt 70.000 Menschen das Leben und verursachte einen riesigen wirtschaftlichen Schaden von wahrscheinlich mehr als 10 Milliarden Euro. Sie war damit die opferreichste Naturkatastrophe seit 40 Jahren, eine der schwersten Naturkatastrophen in Europa seit 100 Jahren und das tödlichste Wetterereignis überhaupt in der Geschichte der Menschheit, von dem wir zuverlässig wissen. Dieses Jahr wird es wohl schlimmer. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr, naja, die leicht unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video mehr. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken, aber nicht die... Genau, Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken: Klimawandel bestätigt, Skeptiker endgültig widerlegt. Bis dann. Bleibt dran.